Hallo zusammen. Ich habe für das Video hier mal sehr bewusst einen recht provokanten Titel genommen, nämlich Plug-in-Hybride sind böse und Betrug. Das ist nochmal etwas, was man ja in letzter Zeit immer häufiger überall lesen kann, in Social Media und sonst wo. Es wird in Zeitungsartikeln immer wieder erzählt, wie große Betrug das doch letzten Endes ist, weil diese Fahrzeuge ja viel, viel, viel mehr verbrauchen, als vom Werk angegeben wird und so weiter. Und dass das sowieso immer nur von Leuten gefahren wird, die das Ding dann fahren wie einen normalen Benziner, dass das alles letzten Endes ja dann noch viel größere Mogelpackung ist. Und ja, das sind die Sachen, die man im Moment ständig liest. Und ist ein Punkt, der mich ziemlich aufregt, muss ich sagen. Zum einen ist natürlich bekannt, ich fahre selber einen Plug-in-Hybriden. Ja, und jetzt muss man mal einfach Folgendes differenzieren in meinen Augen. Was sind denn Plug-in-Hybride? Ich meine, Plug-in-Hybrid hat den großen Vorteil, dass ich ihn eben auch rein elektrisch fahren kann. So, ich kann ihn extern laden. Das heißt, ich kann ihn auch rein über Ökostrom laden, wenn ich das möchte. Ich kann ihn rein über eine PV-Anlage laden, wenn ich das möchte. Und dieses Auto hat in meinen Augen durchaus eine Daseinsberechtigung. Ja? Wenn ich nämlich jetzt das passende Fahrprofil dazu habe. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der ständig in diesen Medienberichten, wenn es darum geht und bei anderen Themen, immer komplett ignoriert wird. Und dieser Punkt wird immer ausgeblendet. Da wird immer angenommen, dass irgendwie Plug-in-Hybride Langstreckenfahrzeuge sind. Und das sind sie nicht. So, das ist zumindest in meinen Augen der Fall. Ein Plug-in-Hybrid ist dann toll oder dann richtig gut, wenn man ein Fahrprofil hat, wie das bei mir beispielsweise der Fall ist. Ich fahre halt normalerweise am Tag um die 50 Kilometer, wenn es dann hochkommt. So, das ist so das Maximum eigentlich. Meistens aber eher sogar weniger. Das ist das, was so maximal am Tag anfällt. Und das ist eine Distanz, die ich halt komplett rein elektrisch fahren kann mit dem Auto. Dafür brauche ich keinen Tropfen Benzin. So. Und dazu kommen bei mir dann eben im Monat ein paar etwas längere Fahrten mit so knapp 100 Kilometern oder um die 100 Kilometer. Das ist aber nicht viel. Das sind meistens so, ja, sagen wir, 4, vielleicht maximal 6 solcher Touren. Und diese Strecken schaffe ich dann mit meinem Plug-in-Hybriden, den ich jetzt fahre, das schaffe ich immer noch ungefähr 70 Kilometer rein elektrisch. Zumindest im Sommer sind so 70, teilweise sogar 75 Kilometer. Ja. So. Im Winter, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ist es ein bisschen weniger, was ich dann rein elektrisch schaffe. Aber ich schaffe von der Strecke dann immer noch so ungefähr 60 Kilometer rein elektrisch. Das heißt, im Winter muss der Verbrennungsmotor auf diesen Strecken dann halt circa 40 Kilometer arbeiten. Und im Sommer sogar noch weniger, da sind es halt so um die 25 Kilometer, ja, weil man doch durch die Rekuperation relativ viel dazu gewinnt. Für mich, so für mein Fahrprofil, ist das absolut in Ordnung. Ich habe das jetzt vor kurzem ausprobiert, die Zahlen kann ich dann jetzt ja nachher nochmal nach dem Video oder während dem Video später nochmal einblenden. Ich hatte jetzt zuletzt irgendwann getankt, das war am 29.09. letzten Jahres, also 2020. Da habe ich den Wagen mal voll getankt und dann habe ich mal geguckt, wie lange ich denn jetzt aktuell mit den 40 Litern, ich mehr Tank hatte ja nicht, fahren kann. Und wann die leer sind. Und ich habe tatsächlich das letzte Mal jetzt getankt, wieder neu. Das war jetzt vor 2 Tagen. Das war jetzt also Anfang Februar. Ich bin also über 4 Monate mit diesen, was habe ich nachgetankt? Ich glaube, ich habe 32 Liter nachgetankt. Ich bin mit 32 Litern oder 33 Liter bin ich jetzt tatsächlich 4 Monate gefahren und insgesamt bin ich knapp 2000 Kilometer gefahren. Ich meine, 1800 irgendwas waren es. 1800 Kilometer mit 32 Litern, ja, weil ich einfach 1500 Kilometer rein elektrisch gefahren bin. So. Das heißt, wenn man wirklich ein passendes Fahrprofil hat, und so was ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Jetzt muss man dazu sagen, weil jetzt sagen könnte, ja, ist jetzt nicht so ultra viel mit den knapp 2000 oder 1800 irgendwas Kilometern. Das stimmt. Jetzt
Jetzt muss ich aber fairerweise dazu sagen, dass ich aufgrund Corona im Moment sowieso sehr wenig fahre. Ja, ich fahre im Moment das, was ich zwangsweise fahren muss. Das sind Touren, wenn ich meine Tochter abholen fahre oder wieder nach Hause bringe. Das sind Touren, wenn wir einkaufen fahren. Wenn ich dann monatlich zum Steuerberater fahre, die Buchhaltung wegbringen oder andere Sachen, die halt gemacht werden müssen. Also alles, was beruflich ist oder was auch privat gemacht werden muss. Private Freizeitfahrten, wie die sonst anfallen, dass man mal ins Kino fährt, dass man schwimmen fährt, dass man oder wir dann relativ oft in den Freizeitpark fahren. Diese ganzen Touren fehlen im Moment. Die sind ja nicht da durch Corona. Oder mal sowas essen gehen abends. Alles weg. Das sind aber alles Fahrten, die ich sonst da machen würde, die sich immer in dem E-Radius aufhängen. Also diese sind alles Touren, die ich hin und zurück elektrisch fahren könnte komplett. Das heißt, ich würde außerhalb von Corona natürlich deutlich mehr fahren, dann aber auch nur rein elektrisch. Ja, das heißt, außerhalb von Corona hätte ich jetzt wahrscheinlich eher mindestens das Zweifache an Kilometern gehabt in der Zeit. Also das wären dann wahrscheinlich ungefähr 4000 Kilometer gewesen. Oder zumindest so 3500, die dann aber eben halt immer noch mit den 32 Litern Kraftstoff funktioniert hätten, ja, weil ich eben wenig längere Fahrten da drin habe. So, das heißt, in meinen Augen immer noch, ein Plug-in-Hybrid sinnvoll eingesetzt kann eine vernünftige Lösung sein. So, ist vielleicht auch dann ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel eben nicht, ich habe jetzt auch zu Hause zwar die Möglichkeit, über eine Steckdose zu laden, eine Wallbox bei mir anzubringen, ist aufgrund der Situation, wie es da baulich ist, schon schwieriger. Aber da müsste ich dann schon anfangen, Überdachungen zu bauen und weiß ich was alles halt. Und da ich auch nur zur Miete wohne, ist das ein bisschen problematischer. Ich weiß nicht, wie bei meinem Vermieter da den Kurs mitgehen würde. Also von daher kann ich auch Leute verstehen, die sagen, ja, bei mir zu Hause Wallbox installieren, schwierig. Jetzt Ladestationen, es sind ein paar bei mir um die Ecke, die ich nutzen könnte, aber die gehören dann zu Geschäften. Das heißt, da könnte ich eigentlich auch nur dann laden, wenn ich halt einkaufen fahre oder sowas, halt mich einfach so da hinstellen und dann da laden lassen, ist nicht Sinn und Zweck der Übung an diesen Stellen. Und ansonsten sind bei uns in der direkten Umgebung jetzt noch nicht so viele Ladestationen, die ich halt so jetzt nutzen könnte, dass das halt schon tatsächlich im Moment mit den Plug-in-Hybriden eigentlich eine ganz gute Sache ist. Klar könnte ich jetzt auch einen normales E-Auto über eine normale Steckdose bei mir zu Hause laden, würde natürlich auch gehen. Nur wenn ich dann wirklich mal eine größere Reichweite brauche, dann ist es natürlich schon schwieriger, weil die Ladezeit natürlich dann relativ lang wird. Aber alles aber bis 100 Kilometer am Tag könnte man tatsächlich ja noch so relativ problemlos über Nacht zu Hause an der Steckdose laden. Also, wie gesagt, ich bin da strikt gegen, dass man das grundsätzlich so verteufelt und die Plug-in-Hybride so als absolut schlecht darstellt. Ja, also ich habe jetzt seit Werk an, man sagt mir, mein Fahrzeug aktuell gerade, habe ich einen Durchschnittsverbrauch von 1,9 Litern auf 100 Kilometer ab Werk. Und ich bin schon ein paar tausend Kilometer damit gefahren. So, geht also auf die, bald, ja, ich glaube 8000 Kilometer sind es jetzt, also ich gefahren bin. Wie gesagt, wäre Corona jetzt nicht, dann wäre ich locker beim Doppelten. Oder eher sogar noch mehr, weil ich im Jahr normalerweise schon so 15.000 bis 20.000 Kilometer fahre. Aber in diesen Größenordnungen ist das mit Sicherheit ein gutes Auto. Klar, wenn ich jetzt jemand bin, der täglich einfach nur Langstrecke fahren muss, dann ist natürlich halt ein Plug-in-Hybrid die falsche Wahl. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn Leute sich jetzt als Leasingnehmer solche Fahrzeuge nehmen, weil die das dann einfach, sagen wir, die das dann einfach nur machen wegen der 1% Versteuerung, weil es dann eben nur 0,5% sind und sie damit dann Steuern sparen und sie noch günstiger mit der Kfz-Steuer dann wegkommen und das Ding dann aber wirklich fahren wie ein reinen Verbrenner, weil ihnen der Sprit einfach egal ist, vielleicht weil auch die Firma die Spritkosten noch übernimmt, dann ist das nicht richtig. Das ist nicht die angedachte Nutzung für diese Fahrzeuge. Und in meinen Augen grenzt das sogar an Steuerhinterziehung, weil ich ja diese Steuererleichterung bekomme, weil ich mich umweltbewusster bewegen soll damit oder das machen will, eigentlich als mit einem normalen Verbrenner. Wenn ich das Ding aber fahre wie ein reinen Verbrenner und es nie extern lade, dann tue ich das ja nicht. Also dann habe ich ja eigentlich die Voraussetzungen für die Förderung, für die steuerlichen Vergünstigungen nicht erfüllt. Und ich glaube, hier wäre so der Punkt, und das
wäre dann zu wünschen, dass das vielleicht unserer Bundesregierung auch irgendwann so auffällt und so einfällt, dass sie es vielleicht so regulieren und nicht wie andere Länder es jetzt machen, die dann schon überlegen, genau aus diesen Fällen diese ganzen Vorteile wieder abzuschaffen und damit dadurch alle bestrafen, also auch die, die sich jetzt vernünftig damit verhalten und es sinnvoll einsetzen, wie ich das mache. Aber es gibt ja die ersten Länder, die das schon tun und das wieder abschaffen. Da wäre eigentlich die wünschenswerte Variante, dass unsere Bundesregierung hingeht und sagt, okay, pass mal auf, gerade bei Leasingfahrzeugen zum Beispiel, wenn die Dinger zurückgegeben werden, dann wird das Fahrzeug eben ausgelesen, das ist ja kein Problem, die Fahrzeuge schreiben das sowieso alles mit. Also die schreiben ja genau mit, wie viele Kilometer sie elektrisch gefahren sind, die schreiben mit, wie viele Kilometer, wie oft geladen wurde und so weiter. Das machen ja schon allein für die Auswertungen, um zu gucken, wie die Akkus halten und so weiter. Also es wird ja alles protokolliert in den Fahrzeugen. Und das ist alles problemlos auslesbar. Dann sollen sie bitte hingehen und sollen dann einfach die Sachen auslesen danach. Und wenn sie halt feststellen, dass dann halt dann Fahrzeug halt ja das Original-Ladekabel noch unberührt quasi im Kofferraum liegen hat, was natürlich nichts heißen muss, wenn er zu Hause eine Wallbox hat, braucht er das Kabel halt nicht. Aber wenn man halt sieht, das Fahrzeug, wenn man die Daten ausliest, das ist nie extern geladen worden oder vielleicht zweimal am Anfang in der Zeit, wo man das Auto hatte. Und danach ist das Ding gefahren worden wie ein reiner Verbrenner und die elektrischen Kilometer, die drauf sind, dann ist einfach nur das, was durch die Rekuperation entstanden ist. Dann ist das ein ganz klarer Missbrauch in meinen Augen von dieser Art Fahrzeug. Und dann sollte das auch klipp und klar so geahndet werden. Das heißt, dann müsste eigentlich gesagt werden, ja, die steuerlichen Begünstigungen, die man bekommen hat, sind hinfällig. Die sind rückwirkend nachzuzahlen, also die Förderung ist zurückzuerstatten, weil hat man sich ja dann offiziell keine Berechtigung zu gehabt, wie es aussieht. Genauso ist die Kfz-Steuer nachzuzahlen, dann ist das Ding zu versteuern wie ein reiner Verbrenner und dann halt für den gesamten Leasing-Zeitraum natürlich. Und genauso dann eben halt auch bei der 0,5% Versteuerung, die dann angefallen ist, das hat dann wieder hochgestuft zu werden auf 1%. Das wäre in meinen Augen eine vernünftige Vorgehensweise, was die Leasingfahrzeuge angeht. Bei den Verbrennerfahrzeugen könnte man es noch dann, also bei den Fahrzeugen, nicht Verbrennerfahrzeugen, natürlich Quatsch, bei den gekauften Fahrzeugen, sag mal, wie macht man es jetzt bei den Leuten? Die haben ja dann keine Leasingrückgabe, wie will man das denn dann kontrollieren? Wäre in meinen Augen aber auch kein Problem. Könnte man ja über den TÜV zum Beispiel regeln, weil das Auto muss ja dann alle 3 Jahre am dritten Jahr und danach alle 2 Jahre zum TÜV. Dann könnte man das doch genauso auswerten. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. So, jetzt bin ich wieder hier. Also wie gesagt, ich sagte also auch, selbst bei gekauften Fahrzeugen könnte man das durchaus also prüfen. Wobei bei den gekauften, wenn ich mein Auto kaufe, fällt ja schon mal dieser Kram weg, also dass dann halt diese 0,5% Versteuerung da drin, dann halt diese Vergünstigung da ist. Das heißt, hier würde ich das Drama jetzt nicht mehr ganz so groß sehen. Natürlich gäbe es die Förderung noch dann halt, die derjenige hat, aber die ist ja bei Plug-in-Hybriden auch noch deutlich geringer, als bei einem reinen E-Auto zum Beispiel ist. Aber wie gesagt, es wäre auch hier machbar. Also es gäbe hier durchaus Regularien, die man einführen könnte, um sicherzustellen, dass die Leute, die solche Fahrzeuge nehmen, die dann auch bitte sinnvoll einsetzen und sie eben nicht nur aus steuerlichen Gründen nehmen. Fände ich eine gute Sache, weil es würde dann eben eine sinngemäße Anwendung für die Fahrzeuge wieder dazu zustande kommen. Man könnte zum Beispiel auch sagen von vornherein, wenn ich so einen Plug-in-Hybriden oder sowas oder mir kaufen möchte und Förderung dafür haben will, dann soll ich bitte oder muss ich zum Beispiel für den Förderantrag oder sowas, muss ich nachweisen im Vorfeld, dass ich zu Hause beispielsweise überhaupt eine Lademöglichkeit habe oder zum Beispiel täglich auf der Arbeit laden kann. Das wäre ja auch noch völlig in okay und auch völlig im Rahmen der Nutzung dieses Fahrzeugs. Ja. Aber wenn ich das schon nicht nachweisen kann, ist das zum Beispiel auch schon mal ein Auskriterium. Ja. Weil dann ist schon mal klar, dass ich das Fahrzeug wahrscheinlich nicht so fahren werde, wie es eigentlich gedacht ist. Aber wie gesagt, das wäre so, sagen wir mal, meine Wunschvorstellung fast, dass das Ganze halt mal irgendwann so durchgesetzt wird von der Bundesregierung. Da mögen jetzt ein paar Leute wieder laut aufschreien, um Gottes Willen, das ist auch unfair. Und nee, es ist eigentlich nicht unfair, weil dann werden die Fahrzeuge so benutzt, wie es soll oder wie es sein soll und eben nicht wie ein reiner Verbrenner, der dann ja dreisterweise auch noch oder dann ja tatsächlich mehr Verbrauch sogar noch hat.
als sagen wir mal, ein sparsamer Diesel. Ja. Und das, dafür sind die Autos, wie gesagt, in meinen Augen einfach nicht gemacht. Es sind einfach nicht Langstreckenfahrzeuge, die auch wirklich dann täglich nur auf solchen Touren gefahren werden sollen. Es sind Autos, die primär Kurzstreckenfahrzeuge sind, die dann ab und zu vielleicht mal auf eine lange Strecke gefahren werden. Für nichts anderes. Ja, also wenn ich das ganze Jahr jetzt über mit dem Auto privat so Kurzstrecke fahren muss, das reicht mir, um zur Arbeit zu kommen und so weiter, und ich fast nur elektrisch fahren kann, und ich brauche vielleicht wirklich den Benzinantrieb nur einmal im Jahr, mehr oder weniger mal, wirklich eine längere Strecke, um dann beispielsweise den Wohnwagen in den Urlaub zu ziehen und zurück. So Leute, gibt es ja nun mal. Dafür wäre es eine sinnvolle Anwendung. So, dann habe ich bei der einen Strecke werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Kraftstoff verfahren, als wenn ich das mit einem sparsamen Diesel gefahren wäre. Aber es ist dann ja auch nur diese eine Strecke im Jahr, die dann einfach nicht so ins Gewicht fällt. Weil wirklich ins Gewicht fallen, das tut ja der Alltag im Regelfall. Das ist ja das, wo man die Kilometer frisst. Also das wären so meine Gedankengänge dazu. Aber ich habe natürlich eher so die große Befürchtung, dass unsere Bundesregierung, genau wie andere Länder das wahrscheinlich dann auch machen werden, irgendwann sagen, ja, nee, wenn die Karren so missbraucht werden, dann müssen wir die Förderung für diese Karren einfach komplett einstellen und dann war es das. Fände ich persönlich den absolut falschen Ansatz und Weg. Vielleicht kriegt ja mal der eine oder andere Politiker denselben Geistesblitz und kommt mal auf denselben Trichter, dass man das so machen könnte. Vielleicht sieht ja auch mal irgendein Herr Politiker aus Versehen hier eine Äußerung von mir zu dem Thema. Und wenn es so ein Lokalpolitiker ist, der sowas vielleicht mal weitergeben kann, dass man halt diese Ansätze verfolgt und sagt, klar, wenn nachweislich die Nutzung richtig war, dann ist auch alles prima. Habe ich das aber nicht gemacht, dann habe ich mich halt einfach falsch verhalten. Ich meine, es ist ja bei anderen Gebieten ist es ja genau das Gleiche. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich fahre einen Diesel und jetzt tanke ich da ganz klammheimlich immer Heizöl rein, was man ja theoretisch machen kann, dann ist das ja auch Steuerhinterziehung. Ja, so, weil Heizöl einfach weniger versteuert wird oder besteuert wird wie halt Dieselkraftstoff. Und dafür wird das ja auch schon seit Jahren, wird das Heizöl ja mit Farbstoffen zugesetzt, damit das nachweisbar ist, damit man sofort sehen kann, dass da jemand halt entsprechend mit Heizöl gefahren ist. Und das ist ebenfalls Steuerhinterziehung und in meinen Augen ist das, wie gesagt, bei den anderen Punkten halt genau das Gleiche. Sollte man genauso ahnden. Aber um damit aufzuräumen, halt in meinen Augen, diese ganz pauschale Aussage, Plug-in-Hybride sind immer das Übel, Böse und eine Mogelpackung und der Verbrauch ist immer viel höher als angegeben. Nein, das ist falsch. Der Fehler ist nicht das Auto, der Fehler sitzt in diesen Fällen dann wirklich hinterm Steuer. Und das sollte einem einfach klar sein. Aber vielleicht sollten die Leute sich auch mal angewöhnen, das kann ich sowieso nur jedem eigentlich raten. Wenn man sich überlegt, sich ein neues Auto zuzulegen oder ein neues Gebrauchtes, wie auch immer, dann denkt doch erstmal darüber nach, was zum Teufel ist eigentlich meine wirkliche Anforderung an das Auto? Was muss es wirklich erfüllen? Was ist das, was mein richtiges, mein echtes Fahrprofil ist? Und nicht immer überlegen, naja, ich fahre ja eigentlich immer das ganze Jahr über alleine damit zur Arbeit, aber ich muss ja einmal im Jahr, muss ich den Wohnwagen ziehen können. Ja, dann ist aber dann die falsche Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt hin und für den Fall, nur für die eine Fahrt im Jahr, kaufe ich mir jetzt da einfach dann einen dicken SUV mit möglichst viel Hubraum für diese eine verdammte Tour im Jahr. Das ist Unsinn. Dann ist es wahrscheinlich unterm Strich billiger, sich für die eine Urlaubsfahrt im Jahr sich ein Auto zu mieten und den Rest des Jahres dann halt einen etwas kleineren Wagen zu fahren. Das waren meine Gedankengänge dazu. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen nachvollziehen und vielleicht bringt es euch ja weiter. Ich wünsche euch allen was. Ciao, ciao.